Hi, heute zeige ich euch, wie man Sauerteig herstellt. Sauerteigherstellung ist echt ziemlich easy. Ihr seht da, ich habe da schon welchen fertig, aber wenn ihr den frischen ansetzt, ist es genau das gleiche Vorgehen. Nur macht ihr halt am Anfang nur Mehl und Wasser zusammen. Also ihr tart einfach die Waage, wenn ihr eine habt, sonst könnt ihr es auch abschätzen. Ihr seht nachher, wie die Konsistenz sein sollte. Ich mache es immer so 20 Gramm Wasser und 20 Gramm Mehl, und zwar Vollkornmehl. Das ist wichtig, dass ihr kein 1050er nehmt, sondern Vollkorn. Das ist sehr wichtig, weil dann die Kulturen sich besser entwickeln können. Weil die Kulturen, die wohnen schon auf diesem Mehl und müssen sich nur noch verbreiten, nur noch vermehren. Das machen wir einfach, indem wir Wasser zugeben und dann ganz kräftig rühren. Ihr seht da, ich nehme einfach so ein so Essstäbchen, eins davon, weil die sind relativ stabil und damit lässt sich es leicht rühren. Ihr könnt auch einen Löffel nehmen oder irgend sowas anderes. Ihr habt dann halt einfach mehr Verlust, was ihr abspülen müsst danach. Ja, und dann seht ihr einfach nur, ich nehme ein Glas mit einem Deckel. Es ist wichtig, dass ihr einen Deckel drauf macht, den ihr aber nicht komplett festdreht, sondern einfach nur so ein bisschen leicht drauf macht, dass halt keine Fliegen reingehen oder irgendwelche anderen Tiere, Fruchtfliegen oder sowas. Genau, und dann werft ihr einfach nur das Mehl mit dem Wasser zusammen. Und dann mischt ihr es ganz extrem durch, sodass ihr so eine Konsistenz wie Honig kriegt. Ihr seht, das meins ist jetzt ein bisschen fester. Ihr könnt es auch gerne noch ein bisschen flüssiger machen. Ihr seht das dann mit der Zeit, was Schönes. Dann markiert ihr es, wo ihr gerade bis wohin ihr eingefüllt habt, dass ihr wisst, ob er aufgeht oder nicht. Ich mache das jetzt mit einem Stift, aber besser ist es, wenn ihr das mit einem Gummi macht. Also mit einfach einem klassischen Haushaltsgummi. Und wenn es da drüber wegsteigt, über diese Markierung, dann wisst ihr, euer Sauerteig ist aufgegangen. Und er ist gesund. Links seht ihr jetzt der aufgegangene Sauerteig, der so Blasen wirft. Das ist genau den ihr wollt. Und zum Backen nehmt ihr dann immer den Sauerteig, den ihr frisch angefüttert habt. Aber dazu habe ich schon ein Video gemacht über Sauerteigbrot. Generell kann man sagen, ihr müsst dann einfach anfüttern, bis er einen Bauch kriegt, so wie jetzt hier, dass er so nach oben steht und nicht nach unten. Und er riecht dann auch so nach Joghurt. Ein bisschen sauer. Dann ist er perfekt. Ja, das war's schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, Fragen in die Kommentare.